Klassenzimmer, habe ich halt rausgeholt. Ja, dann war das so, dass ich gehört habe, dass was runtergefallen ist, aber irgendwie dachte ich, vielleicht habe ich es mir eingebildet. Und dann, als ich fertig halt ja, mein Geld eingepackt habe und zugehen wollte, war da so ein Typ. Also als ich mich an die Warteschlange angestellt habe, die ging bis zur Wand ganz hinten. Und der ist dann nochmal so von der Rolltreppe hier, hat sich da angestellt und dann war er halt die ganze Zeit hinter mir. Und als ich gehen wollte, sagte er so, hey, ich glaube, du hast was verloren. Und dann, ja, war das ein Cent? Und ich dachte mir so, okay. Dann habe ich es aufgehoben, ich so, danke. Und dann habe ich mich also zu mir gedreht. Also als sie mich angesprochen hat, habe ich geguckt und dann nochmal danke. Und dann, ja, hat mir so Blickkontakt. Und war voll süß. War voll hübsch. Ich bin plötzlich in meinem Schloss in Monte. Im Einkaufszentrum, also in Monte Pimax. Ich habe mir diese Sache hier ausgesucht, weil ich die auch online oft gesehen habe. Und die werde ich jetzt angucken. Ich kann mir das halt irgendwie gar nicht vorstellen, wie weit das unten sitzen wird, ob der Aufstand halt zu krass ist oder nicht. Deswegen probiere ich das an. Also es ist irgendwie absolut gar nicht gut. Also ja. Man sieht hier hinter dem BH durch. Und ohne BH sieht das komisch aus, weil das hier so halt so einen Ausschnitt hat. Also diesen Schnitt meine ich. Deswegen, nee. Ich habe bei TK Maxx einen Tee gefunden und bei unserem ist jetzt verschwunden, sind wir hergefahren und sie hat 20 Packungen gekauft. Ich habe ein ganzes Paket.